Also, ey Leute, kümmert euch um euren eigenen Scheiß. Und die dritte Frage, es tut mir leid, die finde ich einfach, da kann ich auch gar nicht ernst drauf antworten. Da fehlen mir meistens die Worte. Moin ihr Lieben, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es geht um das Thema Fragen, die man als Alleinerziehender dauernd hört und die einen richtig nerven. Also so richtig. Also da ist echt... Da fragt man sich manchmal, was denn mit den Leuten los ist und warum sie sowas fragen. Manchmal weiß ich auch gar nicht, was ich da antworten soll. Was erwartet ihr denn? Also wie frech eigentlich, so eine Frage zu stellen. Also seid gespannt und wenn ihr auch alleinerziehend seid, vielleicht geht's euch genauso. Vielleicht habt ihr die Fragen auch schon mal gehört. Oder vielleicht habt ihr auch andere Fragen. Und das bringt mich gleich zum Thema, bevor wir in die Fragen reingehen. Folgt doch diesem Account hier. Drückt die kleine Glocke, dann bekommt ihr immer die neuesten Updates. Abonniert den Kanal und folgt mir natürlich auch auf Instagram. Ich freue mich natürlich über Alleinerziehende und auch alle anderen. Also keine Sorge, es geht auch nicht nur um alleinerziehende Themen. Aber natürlich wäre jetzt die Frage an euch Alleinerziehenden, habt ihr diese Fragen auch schon gehört? Und seht ihr das so ein bisschen ähnlich, dass das vielleicht manchmal ein bisschen unangebracht ist? Die erste Frage, die ich immer richtig cool finde, ist, man kennt sich gar nicht, ne? Also ich kenne die Leute nicht. Die wissen vielleicht, ich bin alleinerziehend, ja, wahrscheinlich, ja, doch, das meistens wissen die das. Oder sie sehen, es ist nie ein Vater dabei. Und dann kommt die Frage, wo ist denn eigentlich der Vater? Wenn das jetzt Leute sind, die mich nicht kennen und nicht wissen, dass ich alleinerziehend bin, dann sage ich immer, ja, ich bin alleinerziehend. Und richtig cool ist dann die Leute, die sagen, ja, und wo ist der Vater? Ich denke mir mal so, soll ich euch jetzt... meine ganze Leidensgeschichte erzählen? Soll ich euch jetzt genau erzählen, was passiert ist? Oder wie wollt ihr es denn gerne? Oder soll ich jetzt in Tränen ausbrechen? Also, naja, nicht ganz so schlimm natürlich, aber ich denke mir mal so, das ist so eine persönliche Frage. Ich verstehe und keine dieser Fragen ist böse gemeint. Aber es kommt halt manchmal so ein bisschen so an und es ist auch manchmal, ja, ein bisschen schmerzhaft, je nachdem, ne? Gibt es da durchaus auch manchmal, dass ich so denke, ja, vielleicht will ich das gar nicht teilen, ne? Also ich meine, ich sitze jetzt hier und rede mit euch um... Themen über Themen, die ja auch sehr privat sind. Und ich mache das auch, weil ich weiß, viele Alleinerziehende haben ähnliche Probleme oder ähnliche Fragen oder ähnliche Herausforderungen. Und ich finde immer so, man fühlt sich so, oder das, so ging es mir zumindest, als ich alleinerziehend wurde. Ich dachte, ich wäre allein. Ich dachte, ich wäre die Einzige, die dieses Problem hat. Okay, dann habe ich gegoogelt und habe gesehen, nee, 1,9 Millionen Alleinerziehende, okay. Ich bin also nicht allein, aber es ist trotzdem immer noch so gefühlt so ein Tabuthema und das ist ja auch der Grund, warum ich darüber rede. Aber es ist eine Sache, wenn ich mich jetzt hier hinsetze und über bestimmte Themen mit euch rede oder ob ich in der Kita stehe mit tausenden von anderen Eltern und dann werde ich gefragt, ja und wo ist der Vater? Puh. Ja, ich sage dann immer, ich bin alleinerziehend und der Vater spielt keine Rolle. Und dann kommen meistens auch keine Nachfragen, das ist ja schon mal gut. Aber so ein bisschen denke ich mir, ja, ein bisschen sensibler könnte man mit der Frage ja vielleicht umgehen. Und ja, man muss ja auch darauf vorbereitet sein, dass man vielleicht nicht die ganze Geschichte erzählen möchte. Und ja, da fällt es mir manchmal so ein bisschen schwer, mit der Frage so richtig, ja, umzugehen. Ich meine, ja, ich frage ja auch nicht die Paare, sag mal, klebt ihr immer so aneinander? Also die zweite Frage ist auch ganz interessant. Also ich bin ja jetzt knapp 16 Monate, 15 Monate getrennt. Mein Kind ist 14 Monate alt. Und da kommt natürlich dann immer mal wieder die Frage und die kam auch schon sehr, sehr früh. Ja, wie sieht's denn aus? Bist du nicht langsam bereit für eine neue Beziehung? Das ist auch erstens eine sehr persönliche Frage und ich finde, weiß nicht, stellt man die Singles immer dauernd? Also, weiß ich nicht, kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Und es ist ja auch nicht so, als wenn ich jetzt Zeit hätte, den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als einen Partner zu suchen. Ich finde, ich bin jetzt nicht so der Tinder-Mensch. Ich habe ja schon mal eine Folge gedreht, dass ich auch die blöden Anmacher auf Instagram eher ignoriere. Also ist jetzt auch nicht so mein Ding. Und ich habe jetzt überhaupt keine Frage für mich, dass ich auch irgendwann mal fertig bin oder bereit bin, mich auf einen neuen Mann einzulassen. Überhaupt nicht. Also ich bin jetzt auch nicht irgendwie durch diese Geschichte so, dass ich sage, ich hasse Männer und wenn einer das getan hat, dann machen die das alle. Nein. Aber ja, es ist jetzt auch nicht mein Hauptfokus im letzten Jahr gewesen, einen neuen Partner zu finden. Gleich einen Vaterersatz, ne? Es ist ja auch nicht so einfach, einfach so rumzugehen und zu sagen, okay, wer wäre denn da? Also man muss sich ja irgendwie auch da drauf einlassen und keine Ahnung, fairerweise, ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie man das macht. Das ist bei mir ja auch 10 Jahre her, dass ich jemand Neues kennengelernt habe und irgendwo denke ich, ach, irgendwann
passiert es einfach. Die Frage gerade auch von Fremden, also ich meine, es ist ja auch nochmal eine Sache, wenn ich jetzt mit meinen guten Freundinnen darüber rede und dann fragt mal eine, sag mal, wie sieht's aus, wünschst du dir das nicht oder bist du nicht langsam mal bereit oder bla. Auch interessant, und das ist mir jetzt natürlich noch nicht passiert, weil es ja alles noch recht früh ist, aber eine Freundin von mir, die hat doch glatt, ihre Tochter ist 8, einen Mann jetzt kennengelernt und hat sich so ein bisschen mit ihm getroffen. Und dann kriegt sie doch glatt immer diese Frage, findest du nicht, dass das ein bisschen früh ist? Also, das Kind, ne, also solltest du dich nicht jetzt erstmal auf dein Kind konzentrieren und irgendwie gucken, dass es deinem Kind gut geht? Und ja, wer weiß, und wenn das dann nichts ist, dann, dann tut es dem Kind weh. Und ich denke mir dann so, ey Leute, kümmert euch um euren eigenen Scheiß. Man kann doch jetzt nicht erwarten, nur weil eine Beziehung in die Brüche gegangen ist. Und es ist da auch egal, ob man sich gemeinschaftlich getrennt hat oder halt so wie in meinem Fall der Mann einfach abgehauen ist. Es muss doch auch möglich sein, trotzdem wieder eine neue Beziehung zu haben. Und ich meine, auch wenn man in einer Beziehung ist und Kinder kriegt, dann ist es auch eigentlich nicht gesund. Also für eine glückliche Ehe ist es ja auch nicht gesund, wenn man dann sagt, okay, jetzt die nächsten 18 Jahre bist du einfach nur der Mann an meiner Seite und es geht eigentlich um die Kinder. Sondern man muss ja auch so ein bisschen gucken, dass die Bedürfnisse von beiden gestillt werden. Also ich finde, wenn dann eine Frau irgendwann entscheidet, oder ein Mann natürlich auch, er möchte jetzt so wieder rausgehen und möchte irgendwie einen neuen Partner kennenlernen, dann muss man auch das Risiko einnehmen, dass es vielleicht dann nicht das Richtige ist. Es kann ja nicht sein, dass man so lange wartet, bis man den Richtigen findet. Also ich meine, ab wann weiß man denn das und woher? Also das steht ja nicht irgendwie dann auf der Stirn geschrieben so und dann sagst du, ach guck mal hier, den nehme ich und dann ist es Friede, Freude, Eierkuchen. Ich meine, das ist leider halt auch so ein bisschen und ich glaube, das ist ein ganz anderes Thema, dann zu gucken, wie macht man das, damit die Kinder nicht drunter leiden. Natürlich sollte man jetzt nicht jede Woche einen anderen anschleppen. Ich glaube, das machen die wenigsten, um ehrlich zu sein. Aber trotzdem die Frage, bist du nicht langsam bereit für einen Partner oder findest du nicht, dass du langsam mal wieder raus musst? Oder halt aber auch im Umkehrschluss, wie sieht's denn aus, findest du nicht, dass es ein bisschen früh ist? Sorry Leute, das ist doch keine Frage, das ist, es geht euch nichts an. Also außer ihr seid in einer sehr guten Beziehung zu diesen Menschen, dass man sowas mal besprechen kann, finde ich, ist das eine Frage, die sollte man nicht stellen. Und da kommen wir auch zu der dritten Frage. Und die dritte Frage ist, tut mir leid, die finde ich einfach, da kann ich auch gar nicht ernst drauf antworten. Da fehlen mir meistens die Worte und die habe ich wirklich schon oft gekriegt. Jetzt muss man ja noch mal kurz zur Erinnerung. Mein Kind ist gerade 1 Jahr und 2 Monate. Ich wurde schon bestimmt 10 bis 15 Mal gefragt, ob ich noch mehr Kinder will. Und dann denke ich immer so, also erstens, selbst wenn ich in Beziehung wäre, würde ich jetzt noch kein Kind nachlegen, weil ich bin gerade froh, dass er einigermaßen hier selbstständiger wird und ich bin gerade froh irgendwie, dass es so einigermaßen, ich kann mir nicht vorstellen, ich weiß, das machen Leute und ich finde das, ich bewundere das, aber also mir wäre das sowieso viel zu nah und ich möchte jetzt auch erstmal ein bisschen wieder arbeiten und so, aber die Frage zu stellen, wenn man noch nicht mal einen Partner hat, was soll ich denn da antworten? Also ich weiß es nicht. Und ja, wenn du mich fragst, hey, wäre denn so grundsätzlich hast du dir mehr als ein Kind gewünscht? Dann würde ich sagen, ja, das ist so. Wenn man mich fragt, ja, ich wollte nie ein Einzelkind, ich wollte immer auch mindestens 2 Kinder haben, ja. Aber jetzt mich zu fragen, möchtest du jetzt noch mehr Kinder, finde ich jetzt gerade wirklich schwierig. Also ich bin ja jetzt erstmal froh, dass ich mich einigermaßen an die neue Situation gewöhnt habe, dass wir gut zurechtkommen, dass wir uns eingespielt haben, dass er auch aus dem Gröbsten langsam raus ist, sodass man auch wieder ein bisschen das Gefühl hat, man hat mal auch vielleicht überhaupt den Kopf für eine neue Partnerschaft. Und ja, ich denke natürlich nicht an Kinder. Und wenn mein Kind am Ende dann Einzelkind ist, ist das auch okay. Ich meine, das kann man halt auch, das Leben kann man nicht immer ganz so planen und das habe ich festgestellt und das habe ich auch schmerzlich erfahren und keine Ahnung. Also ich kann euch nicht sagen, ob ich nochmal ein Kind habe. Das kann ich euch wirklich nicht sagen, aber die Frage und ich meine, wir reden immer davon, das sind Fragen von Leuten, die ich nicht gut kenne. Das sind nicht Fragen von meinen besten Freundinnen. Die wissen, dass ich noch gerne noch ein zweites Kind hätte, aber das ist halt einfach gerade fehl am Platz. Und ich weiß auch, Paare, die frisch verheiratet sind, da geht ja auch jeder davon aus, dass sie dann ein Kind kriegen. Nur bei Alleinerziehenden, sorry Leute, also die Frage ist einfach Quatsch. Naja, schauen wir einfach mal, ne? Es gibt noch ein paar andere Sachen, die richtig nervig sind als Alleinerziehende.
Aber dazu komme ich nächste Woche, weil das würde jetzt den Rahmen springen und es muss ja auch ein bisschen spannend sein. Aber es gibt noch echt einige Themen, die richtig, richtig nervig sind, wenn man alleinerziehend ist. Zu den Themen komme ich dann nächste Woche. Also schön, dass ihr eingeschaltet habt und ich wünsche euch einen schönen Tag und denkt daran, Kanal abonnieren und mir auf Instagram folgen. Ich freue mich auf euch. Bis bald. Ciao, ciao.